Hallöchen, willkommen zurück. Und wir machen auch direkt weiter. Frage. Strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriad-Spektrum teilt. Okay. Was teilt der denn Schönes? Was haben wir denn hier? Da wieder was Schönes. Okay. Hier gibt's nichts. Nicht dahin. Warte mal, ich gehe mal auf die Karte, so dass ich da muss. Quest verfolgen. Das ist hier oben. Wir machen jetzt erstmal den Quest hier. Mal hier. Hallo, hallo. Tafel. Ne, dann machen wir den Quest das mal. Okay, kann man hier. Was ist denn hier drauf? Ja, dann können wir hier hinreißen. Ein bisschen Zeit zu sparen. Aber trotzdem wurde mal alles durchsucht, was man kriegen kann oder so. Sollte man eigentlich tun, sonst bringt das ja nicht craften. Gut, hier habe ich jetzt noch nicht alles gefunden, leider. Laufe ich jetzt richtig? Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, ob jetzt hier irgendwie die Taschen voll werden oder so, weiß ich nicht. Komm ich jetzt zu dem? Komm ich denn da hoch? Oh, was haben wir denn hier, was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir natürlich auch mit. Und wir sind ja noch aufgestiegen. Okay. Dann machen wir das gleich mal. Ist noch eine Tafel. An der Tafel hängen hauptsächlich Texte derer, die damals auf dem Tuckerhof arbeiteten. Sie ergeben inzwischen nur noch wenig Sinn. Über die Tafel gibt es nicht mehr zu sagen. Aber im Unterhof hat sich Gizmo verkrochen, um an seinem Mektum zu werkeln. Früher fertigte die Toxanol Corporation hier Tuk-Tuks an. Große Maschinen auf Rädern mit Schornsteinen, die die Luft verpesteten. Sie führen dich an jedes Ziel, zumindest an jedes, zu dem sie fahren. Den Rest musst du zu Fuß gehen. Du bist auf dem richtigen Weg. Halt die Augen offen. Okay, werden wir machen. Okay, alles klar. Ja, hier kann man nicht rein, okay. Muss man jetzt einen Weg hier reinfinden. Ah. Ach ja, so, ich hab die Waffe ausgerüstet. Okay, nee. Ich will die Waffe haben wieder. Die Waffe wieder. Wie ist das denn jetzt? Ausrüstung, hä? Achso. Mal was Besseres gekriegt? Nö. Okay. Zeig mal Gesicht. Nö. Wie war das denn jetzt hier mit der Waffe? Das ist Rucksack. Schulter, eben Hand. Hä? Okay. Und jetzt
nicht blöd. Warte mal. Charakterstufe, machen wir das erstmal. Ja, gehen wir mal. Warte. Hart wie Stahl. Danke. Ah ne, warte mal, Fähigkeiten, warte mal, Fähigkeiten. Talente allgemein, was haben wir denn hier noch? Heute Chance. Ja, machen wir. So. Inventar. So, das sind die Dinger. Also, okay, alles klar. Ausrüstung. Ich will doch nur die Waffe wechseln hier. Okay. Das mit den Waffen ist noch ein bisschen sehr komisch. So. Will ich eigentlich nicht haben. Okay, wie kann man die jetzt mal wechseln? Wow, echt cool. Kann man die nochmal wechseln? Nee, hier nicht. Hier nicht. Ein. Ist irgendwie bekloppt. Komm ich denn in die rechte Schulter? Outfits. Hey, wie komme ich jetzt nochmal an meine Waffen dran? Warte mal, vielleicht muss ich auch wieder einen Tag geben. Mal gucken, vielleicht bin ich da. Aber so. Würde ich gerne nehmen. Ein Griff. Hab ich jetzt keine Waffen mehr hier oder was ist jetzt hier los? So habe ich eine die Waffe ganze Zeit. Aber naja, gut. Ja, gucken wir jetzt erstmal. Kommen wir jetzt hier rein. Oh, irgendwas. Das Öl hat dieses Land schon vor langer Zeit beansprucht. Hier, wäre mal. Auch zu leicht gewesen. Verschlossen. Wie soll man denn jetzt hier reinkommen? War nichts mit Klettern? Hier kommt man ja nicht rein, ne? Hier haben wir eine Kiste. Nehmen wir gerne mit. Oh, Hitze. Achso, das ist so also speziell Ding. Okay, nehmen wir mit. Oh, das sind Gegner. Nehmen wir da gerne mit. Wow, was geht denn bei dem ab? Sind ständig auf der Jagd nach verwertbarem Schrott. Und auf dem Hof gibt es viel davon. Aber sie hätten beim Plündern bleiben sollen, anstatt mit Raketen zu spielen. Der Rambockler ist mit dem Durchbrechen der Tür beschäftigt. Das ist deine Chance. Welche Tür? Warte mal. Was bist du hier? Hast du platt gemacht.
will meine Waffe wieder haben, ey. Komm mal hier hin. Rambock. Erstmal den Kleinen hier wegmachen. Ich will meine Waffe wieder haben. Okay, komm mal hier hin. Komm mal hier hin, komm. Hier hin sollst du. Du sollst die Tür aufmachen hier. Ah, besiegen wir den einfach, egal. Ich dachte, er macht die Tür auf. Basumsau sieht nichts. So. Was hast du denn hier Schönes? Gewöhnlich. Okay, was haben wir? Sonst haben wir hier nichts. Aber das haben wir. Tag scheint alles gleichzeitig zu passieren. Mal sehen. Das Ding. Ah, egal. So, komm mal hier durch irgendwie, ne? Ne? Schade. Hier ist noch ein Tor, okay. Ist auch noch eins. Okay, wir gehen mal hier rein. Oh. Boah, der greift mich an. Yes. Ja, du schaffst wirklich alles. Auf, auf und davon. Und jetzt bitte wieder lang. Ja. Wie nice, wie nice. Wow. Was für eine Landung, wenn da mal nicht alle Feuer und Flamme waren. Echt mal, wirklich ein schönes Spiel, haben sie wirklich gut hingekriegt. Und ja gut, die kleinen Bugs da, das werden sie schon noch hinkriegen. Wie sollen die Dinger hier sammeln? Okay, da mal jetzt 7. Gut, ich weiß noch nicht, was ich da machen werde. Aber da wird sich bestimmt noch was finden. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Irgendwas versteckt? Nee, okay, alles klar. Dann können wir weitergehen. Wenn es noch heftiger regnet, könntest du dich verflüssigen. Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Scheint so, ja. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Okay.
sind wir denn da? Hi. Ich muss mein Wondo wieder auffrischen. Aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Er hofft, du erinnerst dich, wie er dir einmal die Wiederaufarbeitung beigebracht hat. Hoffentlich hat es dir während all der Jahre genützt. Gizmo sagt, er erinnert sich an die vergangene Zeit. Doch anders als du denkt er nicht an sie, weil sie vorbei ist. Er versteht, dass Lupalupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Gizmo findet das gut. Man sollte vergeben, aber nie vergessen. Das bietet deiner Seele Trost. Und so behältst du die Erinnerung an deine verlorenen Liebsten im Herzen. Lass die Flamme lodern! Okay, alles klar. Halt! Warte! Das Grelle nicht blendet, es ist gefährlich. Du scheinst mir hier eher ein Blinder zu sein, Dunkel. Musst du mich deswegen beleidigen? Ich muss das nicht. Aber ich will es. Würde gerne wissen, ob du je an den Entscheidungen zweifelst, die dich auf deinem Weg bis hierher gebracht haben. Wärst du glücklicher, wenn du einen anderen Pfad eingeschlagen hättest? Schätzt, mehr kann man nicht tun. Es ist schwer zu glauben, dass die Welt tatsächlich weiterleben wird. Bislang schien das unmöglich. Ist dankbar über deine Rückkehr und deine Bestrebungen, die Dinge zu ändern. Du warst ihre einzige Chance. Fragt sich, ob du gerne mit den Myria zusammengearbeitet hast. Sie wirken immer so ausgeglichen und zielstrebig. Schätzt, darin sind sie den meisten überlegen. Es ist nicht leicht, solch einen Weg zu folgen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Megton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Megton gegen den Jumbo-Knoll kampfbereit zu machen. In der Wildnis gibt es noch mehr Kisten aus der Zeit vor der Apokalypse. Leicht zu finden, wenn du danach Ausschau hältst. Sie sollten genug Kram enthalten, um den Megton damit zu verbessern. Okay, alles klar. Altmetall, okay. Sollen hier was suchen, okay.
kommt man hier durch? Okay. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Was sind wir denn da? Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Ja, ja. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Okay, da würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gehen wir Schrott sammeln für die Todeszone und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.